Ich warte darauf, bis der Mod fertig ist. Dass einer einen Mod ist dabei am machen. Habe ich gerade nachgelesen im Forum. Der hat den auch noch nicht eingestellt. Der ist dabei, für alle unten liegen Trikots reinzumachen, Originale. Ja, cool. Oberliga hat er jetzt schon 16 von 18 fertig. Nord hat er alle schon fertig. Nur der release halt als Pack, weißt du, wenn er jetzt die Oberliga Westfalen fertig hat, release er die, aber der macht halt nur Oberliga, das ist halt schade. Regionalliga hat er nicht. Wunderschön. So sieht man sich wieder. Aber mir geht's gar nicht gut gerade. Kein Problem, das nehmen wir gleich. Einmal links von Ihnen ist eine Liege, da könnten Sie sich einmal kurz drauflegen. Ja, da müsste ich auch wirklich, mir geht's gerade ganz, ganz schlecht. Falls Sie gerade ein Problem mit Ihren Augen haben, also ein bisschen benebelt sehen, das liegt an den Medikamenten. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie gerade für Beschwerden haben? Oder ich fühle überhaupt nichts mehr. Ich fühle meinen ganzen Körper nicht mehr. Ich kann nur noch sehen. Okay, gut. Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Müsste ins Krankenhaus, meinen Sie? Das fühlt sich ganz so an. Na gut. Dann nehmen wir Sie einmal mit. Frau Mo, ich habe einen Helikopter hier. Wollen Sie mit dem Auto oder? Ich glaube, mit dem Auto geht schneller. Das ist einfacher. Okay. Ja. Der hat gerade geredet. Dann helfen wir Ihnen jetzt zum Auto. Das ist ja nett. Und dann werden wir Sie in der Klinik untersuchen. So, dann einmal schön aufstehen. Und dann helfen wir, stützen wir Sie gerne. Ja, jetzt schon wieder gemacht. Oh, das ist aber. Kannst du mal in der Bank ausrauben, da war aber einer drin, der hat gesagt, Hendo. Kommen Sie gerade mit der her. Ja. Und hat dein Ziel abgeknöpft. Oh, Sie müssen mich mitziehen, mir geht's gar nicht gut. Ja, kommen Sie mit. Ist das Ihr Auto, wo das steht? Ja, das ist mein Wagen, das ist richtig. Ich wollte nur tanken. Soll ich und dann das ist hier. Abschleppen lassen? Ja, das wäre sehr lieb. Ja, dann mache ich das gerade. So, einmal Kopf einziehen. Oh, was ist denn hier los? Das war jetzt wortwörtlich. Ja, steigen Sie ein. Einsteigen. Hier wird ja scharf geschossen. Schnell weg hier. Ich bin gleich da. Warte nur kurz auf meinen Kollegen, dann ich bin hier weg. Oh, hier ist ja was los. Was ist da passiert, Alter? Die knallen alles immer auf, ne? Die Bullen, ne? Die nehmen die ganzen Bullen los. Das kann man eindeutig so sagen, hier ist einiges los. Hä? Welcher klein ist das? Ich hab keine Ahnung, warte mal, ich muss mal gucken. Umbrella Corp. Die habe ich ja noch nie gesehen. Ja doch, die sind auch auf und zu da. Aber so viele? Ja, die sind auch groß. Irgendwie habe ich ganz schön starke Beschwerden in der Brust. Das werden wir gleich untersuchen. Haben Sie auch welche Seite von der Brust? Oh, die linke Seite, da wird alles taub. Oh. Das ist nicht gut. Es klingt wie, als hätten sie einen Herzinfarkt. Das fühlt sich gerade auch so an. Kollegin, wir sollten schneller machen. So, jetzt muss auch noch umklappen, Alter. Ich stütze sie wieder. Das ist ja nett. Ob das auch geht? Oh. Bringen Sie am besten gleich zur Radiologie. Ja. Dann parke ich kurz das Auto ein. Ich muss auch mal kurz Pause machen, so schnell kann ich nicht mehr. Ja. Alles gut, lassen Sie sich Zeit. Ich bereite noch schon mal alles vor.
Weißer hat schon fast einen Herzinfarkt, Alter. Ich glaube, jetzt geht's. Lass sie sich ruhig sein, Alter. Kommen Sie mit. Also ich hätte jetzt einen auf Herzinfarkt gemacht. Ich mache. Oh. Frau Kollegin. Hallo? Ja. Der Mann ist, glaube ich, bewusst. Du musst weitermachen. Dann tragen wir ihn am besten zu. Ja. Ja. Okay, tragt ihr beide ihn? Weil sie die dann abfeiern, aber er ist der eine, der RP macht, Alter. Und langsam funktionieren. Heppa! Ich muss aufsehen, sehen die auch nicht hoch. Ja, ich will. Ey, warte, Steen, ich komm da hin, dann frage ich mal, wie es dir geht, Alter. Ja, mach du musst so lange spielen, Alter. Ich sag jetzt erstmal ein paar Minuten nichts. Ich kann nur sagen, du hast einen Anruf von der Polizei gekriegt, dein Freund wurde angeschossen. Ja. Ja, dein Opi, musst du sagen. Oh, genau, dein Opi, der ist ja ein Opa. So, und jetzt er drauf. Und. Hip. So, wollt ihr ihm dann kurz noch helfen, seine Sachen auszuziehen, damit wir ihn. Mit der Kavala, ne? Ja. Ja, machen Sie das mal, Jones, weil. Natürlich. Mal mit dem Rucksack am besten an. Den ich nicht. Ich versuche den mal langsam abzuziehen. Und dass sie sich wehtun. Wenn was wehtut, sagen sie Bescheid. So. Oh. Das erste Band drüber. Von da unten auch. Sagen sie, wenn was wehtut. So. Jetzt zieh ich das mal kurz. Er ist bewusstlos, Jones. Der hört sich nicht an, ne? Hör ab. Ich mach dir. Das muss man mir auch sagen. Hört sich an wie 9. Ja. Ja, siehst du das denn nicht? Wir mussten ihn gerade rumtragen. Helm auf. Ja, aber du musst es ihn doch gerade hertragen. Ja. Der ist nie im Leben über 9, über 15. Ja, alles gut. Im Forum steht drinne 15 Jahre und der ist nie im 15. Bin unterwegs. Das hat sich nicht. Du bist weiter so, Alter. Nimm mal hier den Helm ab. Zack. So, das macht sich direkt auch. So. Weste. Bin unterwegs, 400 Meter. Geht auch. Ja, so. Jetzt mach ich mal beim Pullover. Vielleicht hat man Haaren festgehalten. Muss ich mein Schirm hier mein Dings abnehmen? Meine Mann. Ja auch so viele. Perfekt. Huch, ja, meine Kopfbedeckung? Die ist sehr blutig. Weiß ich nicht. Ja. Ich könnte mich komplett ausziehen an der Stelle, also nicht. Dann krimineller reingehen. Da muss ich hinhalten. 3, 2, 1, hoch. 200 Meter. Und drauf damit. Wo ist drauf? Der Opa, Alter, der ist nackt, Alter, vom Senden bluten wie so, Alter. An die Kante gucken. Und an die Kante gucken? Andere. Das geht, ich hab keine Option. Hab mich schon mal für die Untersuchung geschickt. Zöger raus. Sehr schön. Kannst ja schon mal vorbereiten jetzt. Geht nicht. So. So, ich nicht mehr für jeden. Ich würde gerade sagen, eine Nierenschale wäre gut. Jungs, ich bin ja am Sterben! Hallo. Okay, also zuerst ans Röntgen, ne? Also, ja, ich habe Anruf gekriegt, mein Opi liegt hier, hallo. Alle ja, ich kümmere mich. Hallo, mein Opi liegt da, ich habe Anruf gekriegt von Polizei, der hat gesagt, der ist Opi angeschossen.
Ich mach mir Sorgen. Ja, setzen Sie sich gerade hier hin, wir sind gerade am Röntgen von Ihrem OP. Okay, was hat der? Das wissen das wir jetzt richtig. Nicht genau, was wir jetzt gleich herausfinden. Ich bin Angehöriger von ihm. So, das... Ja, setzen Sie sich... Sie sind total überfordert. Okay. Oi, OP. Oh, ich setz auf den Boden, weil ich hab Probleme. Ach gut. So, zack. Ja, ich bräuchte nochmal deine Hilfe, wir müssen den hier nochmal runtertragen. Ja, ich kann ja auch helfen beim Tragen. Okay, perfekt. So schwach. So, dann auf 3. Hey, OP, was machst du für Sachen? So, tragen wir ihn am besten. Ich hab dir gesagt, ja, du sollst eine Tablette nehmen für Alzheimer. Das fehlt noch, ne? So eine Trage, wo man einmal drum tragen kann, ne? Wo sind denn die Klamotten von dem Herrn hin? Weiß ich nicht. Sondern einmal hier auf 3, 1, 2, ich weiß es nicht, ich hab die ganze die Klamotten vom Herrn hin, Alter, sind die Klamotten von dem Herrn. Haben sie die vielleicht beschlagnahmt? Oh shit, Alter. Ich glaube eigentlich nicht, ich war schon mal. Ich schau nochmal nach. Das kann ja nicht weit sein. Eigentlich müsste das da noch liegen. Das hört sich gar nicht gut an. Okay, schieb mal Panik, schieb mal Panik, fang mal zu holen. Mein Opa. Alles gut, es wird nicht. Nee, gar nicht. Oh, das ist mein sechstes Mal. Ich hab Angst. So, neuer Versuch. Kannst du schon mal die Bilder aufhängen? Nee, gar nicht so hier wieder. Der hat den Herzinfarkt, da kann nichts gut werden. Was ist denn, wenn er jetzt auch immer wieder umfällt? Da kann ich doch gar nicht fragen, Mann. Au, 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 Achtung, 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 Achtung. Au, au. Ei, es tut mir leid. Der stand hier eine Rolle. Ich war auch da alle umfallen, die Dinger da vom Kopf, Alter. Ja, das hat der letzte Mal auch gesagt und dann auf einmal hat er wieder die Scheißprobleme gekriegt. Ja, werden wir ihn einfach, gebe ich ihm jetzt einfach so eine, gleich eine Spritze, dann keine geht es auch so. Ja, der hat schon 3 Stands drin und der Typ immer noch nie. Soll ich Ihnen ein Taschentuch? Brauchen Sie ein Taschentuch? Ja, aber großes. So, dann stech ich Ihnen einmal hier kurz den Arm rein. Opa, was meinst du denn? Dann soll es ein bisschen besser gehen. Und dann... Ich mag den Kaffee. Ich halte mich richtig gut in Roleplay, Junge. Ja, geben Sie mir Wasser. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn Sie Ihren Opa angucken können. Ja, ich hoffe, der geht so an zu gucken, weil ich wieder keine Leiche sehe von meinem Opa. Was ist denn los? Ich sag Ihnen Bescheid, wenn Sie. Ich hing ja schon schön die Bilder. Vielen Dank. Ja. Bis jetzt sieht eigentlich alles gut aus. Also, das sieht nach Tumor aus. Ja, wenn's gut auch nicht gut, er wird oh, auf die Tür, dann fühlst du ja hier nicht liegen. Ey, du musst sagen, ich hab grad was, ich hab grad Tumor. Ich glaub, wir sollten das kurz in Form da hinten besprechen. Ja, ich werde wir kommen gleich wieder. Micha, du musst sagen, was hab ich grad gehört? Ich hab einen Tumor gehört. Was? Ich hab grad gehört, der Tumor. Das ist doch noch schlimmer. jetzt schon wieder ein Tumor. Ja. Das ist so geil, Alter. Also. Ja. Es wird alles gut, bitte glaubt. Wenn Sie Tumor für alles gut finden, das weiß ich nicht. Wir versuchen zu entfernen. Es hat ja noch nicht gestreut, also müsste das noch wirklich sein. Ich will sie nicht anmachen, Entschuldigung, ich bin nervlich gerade im Frack, tut mir leid. Hat er, glaube ich, noch ein gebrochenes Bein gehabt oder so, das müssen wir auch noch kurz entwickeln, weil sonst hat das andere erstmal Priorität. Selber kein Arzt, nur die Frau Mose hat anfangs Arzt. Also müssen wir tatsächlich operieren. Achso, sind sie Allgemeinmediziner oder was? Ja, kann man so sagen. Entschuldigung, ich komme wieder an. So, hatten bestimmt noch nie die Typen. Wer hat die auch noch nicht?
Alter, ich bin am Schwitzen, Alter. Total überfordert, die Typen. So. Also, das wir ist haben jetzt die Bilder ausgewertet gesagt, also, wie du mich und da ist mir jetzt zum Vorschein gekommen, dass sie einen Tumor haben. Also anders gesagt haben sie Krebs. Ja, Glaswasser ist okay. Was ist denn da jetzt los da? Also, ich hab Tumor gehört und jetzt auf einmal, was ist denn da? Würden, operatorisch zu entfernen. Ja, da bräuchten wir halt ihre Zustimmung dazu, dass wir jetzt eine Operation durchführen und diesen halt versuchen zu entfernen. Nee, ich will hier sitzen bleiben. Ich will hier in der Nähe bleiben. Darf ich dann? Ja, ich werde dann mal das Ball schon mal schienen. Weil, müssen Sie mich vorstellen, ja, ich krieg Anruf von Polizei. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, weil ich komme aus Russland. So, nee. Und jetzt, dann hat der Polizist zu mir gesagt, ihr Opa wurde angeschossen. Ich wusste ja nicht, was los ist. Müssen wir halt ohne Infusion arbeiten, das kriegen wir auch hin. Nein. Ja, aber die Rolle ist kaputt. Ja, okay, nein, danke schön. Meinen Sie, kriegen das hin? Zur Not will ich noch einen neuen holen. Mo! Ja? Wie sieht's aus? Oh, ich muss Oma anrufen. Die Rolle ist kaputt, ich hol mal einen neuen. Ja. Ja, hallo Oma! Ich hab ganz schlechte Neuigkeiten. Bin hier, ja, ich will mal gucken, du Opa! Ja, und zwar Oma! Herr Rumsfeld, ja, der hat dieser, wird schon alles der hat wohl Tumor und so, und die haben mich gerade Polizei angerufen. Die haben gesagt, der wird angeschossen, Oma, und dann bin ich hier jetzt hingekommen. Und jetzt fall bitte du auch nicht noch tot um. Der hat Tumor wohl und muss operiert werden. Machen Sie sich keine Sorgen, wir bekommen das alles wieder. Das besser ja, bitte, kleinen Moment, Oma. Ja, bitte. Ich versuch's mal auf der anderen Seite zu stellen, vielleicht ist er nicht ganz so rutschig. Ja, Oma, dann ziehen wir die ganze Zeit in die Fresse, ey. Gut schon wieder. Ah, boom. Da ist wohl auch die Rolle kaputt gegangen. Oh, das hört sich schlimm an. Wir müssen operieren. Notoperation. Der Mann stirbt uns weg. Ja, endlich mal. Oh mein Gott, okay, nee. Ich hab gerade gehört, der stirbt uns weg. Was ist denn da eigentlich los? Oh, jetzt werden die ohnmächtig. Oh. Das ist nur ein kleines Verschwörung. Sauber mich, Alter. Ich glaube, er kann nicht mehr zählen. Eieiei. Ja, sie bekommen das hin. Alles gut, ich hole die Nierenschale. Hallo. Die sind total überfordert. Hallo. Ich brauche hier einen Assistenten. Ich komme. Ja, das komme. Machst du. Ich mach die Operation. Hier bitte reinkotzen. Hallo, da stirbt einer weg. Reinkotzen, okay. Warte mal, weißt du, vor, das ist doch ihr Handtuch, ne? Das war das Wasser. Ja. Ich bin bewusstlos. Gut. Sollte jetzt bewusstlos sein. Und dann. Oh, Scheiße, mir geht jetzt gar nicht. Oh, bei. Oh, Psst. So ein Unterschied. Oh. Ei. Oh, ja, ich hab richtig. Oh, mir hat der Roman geschlagen. Oh, wo bin ich denn hier? Jetzt müssen wir es noch zumachen. Ich bräuchte vorhin. Oh, wo lieg ich denn hier? Was ist denn hier los? Alles gut, bitte zählen die von 10 runter. Oh mein Gott! Von 10 bitte einmal runterzählen. Ey, es kommt sofort. Die sind gerade voll überfordert, Leute. Oh. Ohnmächtig. Das war wohl zu wenig. Boah, ich muss hier auch noch auf Toilette. Ja. Kurz die Nadel. Mal gucken, ob die jetzt checken, ob ich ohnmächtig bin. Die Faden. Dann kannst du ja jetzt reden mit mir, ne? Ja. Müssen wir erst zumachen. Steven? Ja. Ready? Ja. Weil du die gerade angehört hast, ne. Wo du gesagt hast, was ist denn hier los? Ne. So. Au. Wie der Glockenhorst. erst muss noch Salbe. Ja, klar, aber machst du Salbe drauf? Ja, dann mach ich die Salbe. Da können sich dann erstmal ausruhen. Die gute Kühe. Kannst du schon das Wasser auf die Folie sehen? Rocky, ruf mal rein, wenn der nicht redet, ist er ohnmächtig. Einhörner oder. Was? Ruf mal rein, wenn der nicht redet, ist er ohnmächtig. Ich
Ja, du sagen, oder was? Ja, die schicken das nicht. Du kennst das von zu Hause. Du kennst das von zu Hause. Wenn der ohnmächtig ist, dann redet der nicht. Das kenne ich von zu Hause. Schöne Mittelfacking. Was? Mein so. Opi, wenn der ohnmächtig ist, dann redet der nicht. Kenne ich von zu Hause. Ja, ich hole schon mal die Klamotten rüber. Also, da braucht der Schlag ihn frisst. Vielleicht erstmal Hände waschen nach der OP, bevor sie die Klamotten anfassen. Oh shit. Ja, aber ich fühle mich nicht gut zum Laufen. Ich trage wieder hin, warte, ich will die tragen. Ich kann die Klamotten nicht. Alles gut, können wir kurz warten. Oder ist er dann wieder aufwachen. Ey, OP. Schon wieder wach. Soll eigentlich gewirkt haben. Hallo, sind ja, ja, aber ja, ich bin gerade wach geworden. Wo bin ich denn hier? Sie sind hier im Krankenhaus. Kavala. Wie bin ich denn hier hingekommen? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ja, machen Sie ruhig. Ach, machen Sie. Der Arzt. Nein, ich lasse Ihnen den Vortritt. Sie sind hier. Ach, nein. Sie sind da aus. Okay. Also, sie hat einen. Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Auf jeden Fall. Verwirren Sie mich. So, auf jeden Fall hatten Sie einen Unfall und danach hatten Sie halt ein Taubheitsgefühl am ganzen Körper. Oh mein Gott. Wodurch wir Sie hier ins Krankenhaus gebracht haben. Und dann haben wir halt einen Tumor entdeckt. Dieser wurde aber erfolgreich entfernt. Ein Tumor war auch noch da. Also anders. Oh! Oh mein Gott. Ja, er wir hat werden... sich aber noch nicht ausgebreitet, deshalb konnten wir den Krebs so schnell es geht entfernen. Ja. Oh, das hört sich ja wenigstens gut an. Das... Da war ja, ich aber in guten Händen. Da war, ja da war ich aber in guten Händen. Narbe bleiben. Ja. So, darf ich nun. Auf jeden Fall wird eine kleine Narbe bleiben, aber sonst sollten wir keine Folgen mehr davon haben. Also alles gut gelaufen in dem Sinne für sie. Das ist ja, schon schwierig gerade, mir ist gerade wieder schwindelig. Gebrochen, aber da werden wir das auch eine Schiene drum machen. Nochmal hier unten ja. Die Trage, die ich Ihnen gelegt habe. Ich wollte schon sagen, das kann ich nämlich gar nicht bewegen. Okay. Dann baue ich Ihnen hier nochmal. Ja, Sie bekommen jetzt ein paar Krücken von uns und dann können Sie auch Ihre Klamotten wieder anziehen. Ah, ja, das ist gut, das ist gut. Und dann kann auch Ihr Enkel. Der ist auch hier. Sie besuchen. Ja. Was macht ja. Der denn hier? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ihr soll mich doch nicht immer sehen, wenn das passiert. Ja, mir ist gerade irgendwie total schwindelig. Ja, jetzt lassen wir sie erstmal kurz ausruhen noch und ja, das mit dem Enkel nett. Und dann. Muss mich noch ein bisschen sammeln. Und dann kommen wir gleich nochmal zu Ihnen. Ich geh in der Zeit mal. Okay, vielen Dank für die kompetente Beratung und Arbeit. Guten Tag, der Herr. Hallo. Guten Tag. Hallo. Haben Sie mal ein Stückchen Wasser für mich? Ich hab ja, eine ganz trockene Kehle. Okay, das ist schon mal gut, dass der Tumor entfernt worden ist. Ich hab Angst. Ja, für mich. Das ist nett von Ihnen, danke sehr. Bitte sehr. Okay, so, also Ihr Enkel, gut. Dem ist schon eben ganz schlecht geworden, der hat auch Ihre Ehefrau angerufen und hat schon gesagt, dass es ihnen ganz schlecht geht und dass sie einen Tumor haben. Ihr Enkel du hast schon eine Ehefrau. Da weiß ich gar nichts von. Schlecht, lag auf dem Boden. Ich habe Oma angerufen. Achso, ja, okay. Hat da die Oma hat angerufen? Hat es einfach nicht ausgehalten, sich hier so zu sehen. Ach, der hat die Oma wieder verrückt gemacht. Er hat auch gesagt, dass die Oma auch nicht umfallen soll jetzt noch. Ja, das ist richtig. Die liegt bestimmt zu Hause. Ich habe ihrem Enkel aber jetzt eine Nierenschale gegeben. Okay, Entschuldigung, ich habe was verdraußen. Ich habe ihm eine Infusion gelegt. Und jetzt sollte es ihm auch eigentlich gleich besser gehen. Geht's ihm gut, das ist schön zu hören. Ja, das geht mir auf jeden Fall schon besser. So, Herr Rumsfeld. Ja, mein Fuß. Ja, ich habe die Krücken dabei. Das ist nett. Aufstehen. Ja, ich versuch's. Ja. Das. Oh, das ist aber schwer. Herr Rumsfeld. Ihr Opa hatte schon eine Sorge um ihre Oma. Ja, die macht sich jetzt auch Gedanken, weil die ganze Zeit am Telefon. Vielleicht sprechen sie mal kurz mit der. Hier haben sie Telefon. Danke sehr. Ja, danke.
Ja, gut, und dann kommen sie gerade mal mit ins Nachbarzimmer, da liegen ihre Klamotten. Ah ja, das wäre sehr schön. Ist ziemlich kühl hier. Ja, hier liegen ihre Klamotten noch. Dann räume ich hier kurz auf. Dann schmeiß ich die mal kurz drüber. Das hat sich alles so geregelt. Aber sicherlich, ja, dreh ich mich. Opa, schön dich zu sehen. Mann, ich kenne sie. Aber wo kommst du denn her, mein Junge? Schön da noch. So, hier hast du ihn. Dankeschön, dankeschön. Alles gut. Er hat einen kleinen Schock, aber. Ich wurde hier gut versorgt. Ich hab zwar ja, die Krankenhaus. Können wir sie jetzt wohl ein gewisses aus dem Krankenhaus ent. Ja, ich kann zwar nicht so schnell wegen den Krücken, aber das müsste funktionieren. Sie fahren dann gerade mit dem Herrn nach Hause. Ja, mein Junge, bring mich mal nach Hause zu Omi. Vielleicht noch zu erwähnen, dass die Schiene so 5 Wochen am besten am Fuß noch bleibt. Ach du Scheiße. Komm mal bis in 5 Wochen wieder zur Abnahme. Ja. Ja. Tun Sie das. Machen wir. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück. Danke Ihnen für die schnelle Hilfe. Ich muss dann auch weiter noch mit raus. Schönen Tag noch. Nicht so viel rauchen. Ich bin nicht Raucher. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ein Dampfer. Sagt man doch in der modernen Welt. Ich kann doch nicht so schnell mit den Krücken. Alles gut. Nicht hetzen. Ah, komm, Opa, ich nehme dich an Hand. Das ist nett, nimm ihn mal an Hand. Dann geht das besser. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für die Hilfe. Ja, gleichfalls und gute Besserung. Danke. Danke. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Genau. Ich probier jetzt hier weg. Ich probier jetzt hier weg. Der eine war total überfordert. Also. Ja, danke auch. Der Kleine auch, hat zum Steven gesagt, ne? Der Kleine hat zum Steven gesagt, ich hab ihm eine Nierenschale gegeben, extra so richtig förmlich am Reden, ne? Und sagt dann, dass ihr Enkel reinkotzen kann. Was er dann sagt, zu erbrechen oder so? Ne, er soll richtig schön reinkotzen. Europa links und rechts gucken. Ist die Straße frei? Ja, ganz rüberlaufen, komm. Lass uns schnell rüberlaufen, das geht ja nicht so schnell. Die denken bestimmt auch, ist das geil. Die krüppelt, der Opa krüppelt immer noch davon. Bring mich mal nach Hause, jetzt zur Omi. So. RP. Ich werde jetzt gleich erstmal sagen, boah, Alter, wir haben das größte RP, was wir jemals hatten, Alter. Ja, und dann folgt der Server-Admin wieder, ja, wer war